wenn es momentan nicht viel bringt. Ah, gut. Ja, das hat mir nicht so geklappt. Ich bin gerade ein bisschen ratlos hier. Also, wenn ich dich in Schlaf versetze. Oh nein, da kommt der nächste. Schokomuck. Könnte ich vielleicht nochmal einsetzen. Todesstoß. Rohr. Wieso immer auf Red X? Wer kriegt dafür? Hm. Wow. Oh, das war mal was anderes. Angriff. Nächste von Aris müsste. Ah, Mist. Aris Heilung auf ihn. So, 77 MP haben wir noch. Das müsste vielleicht noch klappen. Ah, der geht ganz schön langsam down. Das ist. Der hat eine hohe Verteidigung. Ja. Sauber, kann ich nicht viel machen. Kann gerade mal Blitz noch einsetzen. Ich hätte mal das Zwang. Blutfletscher. So. Und zeig's ihm. Ja. Es hat ihn Schaden zugefügt und hat was uns wiedergegeben. Schokomo könnten wir nochmal beschweren, aber wir lassen es erstmal. Bio. Ich werde mir das mal ein bisschen angucken. So, Feuer können wir nicht einsetzen. Dafür mache ich jetzt Eis. Puh. Die heilen sich zu viel. Nein, nicht darauf Abwehr. Cloud greifen sie gar nicht an. Verstehe ich nicht. Zauber kann ich auch nicht einsetzen. Ich bin momentan. Kann ich nichts machen. Der ist gegen Bio, sozusagen immun. Übernahme auf Cloud. Gut. So. Zauber. Eis. So. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie ich mich nur nach vorne bringen kann. So. Einmal schön angreifen. Auf Cloud. Das dauert immer ein bisschen. Oh, der Kampf wird einer der längsten werden, die ich mache. Und es ist noch so viel vor uns. Ich greife die komischen Lichter da nicht mehr an. Espel. Was willst du denn da holen? Ist nur noch eine MP. Hehehe. Das war Anschiss. Ja. Yeah. Die habe ich gewartet. So, Meteorring. Feuer 2. Zeigt sich das Ding? Genau. Jetzt bin ich dran. Ja. Yeah. Wenigstens eins. Oh. Also kann man es auch besiegen. Puh, also Meteorregen hat mir gerade den Arsch gerettet. Oh, 1600. 1006. Ne, 106 AP. Omnistab. Müssen wir mal kurz gucken wegen Aris. Danke, Cloud. Wegen dir haben wir überlebt. Nanaki, du bist auch stark geworden. Oh ja. Ne, oh ja. Jetzt weiß ich, dass es kein Fehler war, dich herzubringen. Komm, ich will was zeigen, genau da drüben. Alle treten über die Materie. Aber erst mal.
Ausrüsten. Märchenstab, Omnistab. Gut. So, Schwertkraft. Mal sehen, vielleicht Materie. So, Wiederbelebung würde ich schon fast sagen. Lassen wir erstmal. Zusatzwirkung, ich weiß nicht, was das bringt. Ich pack's erstmal mit raus, dafür mache ich Schwertkraft mit rein. Ist eine Demi. Ah, das ist ein Zusatzzauber, womit meine Stärke steigt. Aha. Der macht MP, also würde ich den vorschlagen, schon auf Alice zu kloppen. Gut, weiter geht's. Schneller, schneller, schneller. Puh, also es war ein Kampf. Top. Das ist... Ja, was ist das? Der Krieger gegen... Nee, der gegen die Jigbe kämpfte. Achso. Elise keinen durch diesen Cosmo Canyon. Aber er konnte nie wieder zur Stadt zurückkehren. Schau, Nanaki, schau deinen Vater an, den Krieger Seto. Seto. Oh. Sieht mächtig aus, ja. Das ist Seto? Seto kämpfte weiter gegen den Stamm der Jil, um diesen Canyon zu schützen. Selbst nachdem die vergifteten Pfeile der Jis seinen Körper durch Körper in Stein verwandelten, selbst nachdem sie alle geflohen waren, beschützte Seto uns weiterhin. Und er beschützte uns noch immer. Noch immer? Du dachtest, er sei ein Feigling gewesen, der wegrannte, doch er allein riskierte sein Leben, um den Cosmo Canyon zu schützen. Das ist dein Vater Seto. Das ist Seto? Wusste Mutter das? Sie wusste es. Beide nahmen mir das Versprechen ab, diese Höhle verschlossen zu halten. Sie baten mich, sie selbst zu versiegeln und keiner Menschenseele etwas davon zu erzählen. Sie sagten, wir sollten die Existenz dieser Höhle vergessen. Cloud, könntest du uns alleine lassen? Harris, kommst du? Nanaki, ich möchte, dass du deine Reise mit Cloud und den anderen fortsetzt. Opa. Hör zu, Nanaki. Cloud sagt, sie versuchen, den Planeten zu retten. Im Ernst, ich glaube nicht, dass es möglich ist. Selbst wenn sie jeden Reaktor auf dem Planeten ausschalten, wird das Unvermeidliche doch nur hinausgezögert. Selbst wenn wir Sephiroth gestoppt... Nee, wenn ihr Sephiroth stoppt, wird alles zugrunde gehen. Aber Nanaki, ich habe in letzter Zeit nachgedacht. Ich dachte, wenn da irgendwas wäre, das wir tun könnten, als Teil des Planeten etwas um der Welt in Not zu helfen, Mensch. Egal was passiert, es ist wichtig, dass wir es wenigstens versuchen. Oder ich hoffe nur gegen besseres Wissen. Ich bin zu alt, um etwas zu tun. Dieses Jahr werde ich 130. Hohoho. 130. Darum muss ich
Darum muss ich mit ihnen gehen. Nee. Ach, musst du mit ihnen gehen. Um meinetwillen. Opa. Und mehr kann er nicht sagen. Ich wollte dir deinen richtigen Vater zeigen, bevor du gehst. Ich bin so froh, dass du zurückgekommen bist, solange ich noch lebte und dir dies zeigen konnte. Opa, red nicht so. Ich möchte nicht über ein Leben ohne dich. Nun, ich hatte ein langes Leben. Opa, du musst leben. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde sehen, was mit dem Planeten geschieht, und dann komme ich zurück und erzähle dir alles. Nanaki. Ich bin Nanaki von Cosmo Canyon, der Sohn des Kriegers Seto. Ich werde als Krieger zurückkommen, der diesen Namen Ehre macht. Also bitte, Opa. Ja, jetzt hat Nanaki neuen Mut geschafft. Das ist Seto. Ne, das ist Setos. Seto. Seto. Vater. Ja, Nanaki hat jetzt wie so eine Art emotionalen Schub bekommen, dass er ihn jetzt stärker macht. Dass er jetzt gewillt ist, was zu tun. Wir kommunizieren miteinander. So, und somit haben wir von Red X, aka Nanaki, die Geschichte nun auch hinter uns. Wir haben jetzt mehr erfahren. Der Buggy ist repariert, wir können jetzt gehen. Sollen wir loslegen? Losgehen? Also das ist das, Red X. So spielt das Leben. Manchmal bist du ganz nützlich. Dadurch, dass wir sie schon ein bisschen trainiert haben. Oh, die sind ja alle jetzt so hochgepumpt. Also brauchen wir gar nicht so groß trainieren. Okay, also Barrett kommt rein und Tifa kommt rein. So. Ja, achso. So. Mal sehen, ich glaube, wenn wir jetzt losgehen, kommt Nanaki. Wartet auf mich, ich komme auch mit. Hm? Jetzt kommt Opachen noch. Aber mit den 130 Jahren ist er noch ganz mobil. Cloud, bitte pass auf Nanaki auf. Was ist passiert? Ich glaube, ich bin etwas erwachsener geworden. Das ist passiert. Achso, ich dachte gerade, weil der da oben noch kommt. Na gut, dann ab, los geht's. So, das schwarze Megafon machen wir später und wir könnten jetzt unsere Reise weiter fortsetzen. Aber ich werde hier einen kleinen Cut machen, also beziehungsweise ich werde hier einen Cut machen, weil ich werde auch nächste Woche noch was aufnehmen. Dann werde ich jetzt hier erstmal Feierabend machen und ja, ich tue schon mal speichern. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, mit dem Daumen hoch, macht ihr mir sozusagen glücklich. Und sehen wir an, wir haben jetzt 2 Level gemacht. Wir haben sozusagen für jeden eigentlich 2 Level gemacht. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, freut mich immer und halt Kommentare schreiben. Und für alle Nicht-Abonnenten, der Abo-Button ist auch ganz lustig, da kann man auch drauf drücken. Und ja, wie gesagt, seht ihr mich in der nächsten Folge oder gleich im Anschluss darauf wieder. Also bis dahin, sage ich erstmal ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Also dann, ciao, ciao.